Ja, wir haben heute eine weite Anreise auf uns genommen, haben uns für 20 Minuten ins Auto gesetzt, sind rüber nach SRM gefahren, hier nach Jülich und wollen euch jetzt mal auf eine Hausführung zum Goldstandard der Powermeter mitnehmen. Und ich würde sagen, folgt uns einfach. Hi, grüß dich. Hallo. Robin von My Components. Hallo, Uwe von SRM. Ja, vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt und für die Möglichkeit, dass wir uns hier mal umschauen dürfen. Ja, ne, schön, dass ihr hier seid. Ich sehe schon, hier hängt einiges voller Kuriositäten. Ich glaube, da ist viel Spannendes dabei. Ja, auf jeden Fall. Super, gut. Cool. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit unserem Trainingsraum an. Sehr gerne. Ich gehe einfach mal vor. Ja, genau. Ah, komm rein. Im Winter fahren wir eigentlich hier ziemlich viel auch selber auf den Ergometern und auf den Indoor-Trainern. Wir haben sogar eine kleine Sauna dann, wenn es im Winter mal so richtig unangenehm wird. Gut, im Moment haben wir hier nur unsere Indoor-Trainer stehen, wie du siehst. Mhm. Da entwickeln wir gerade eine neue Bremse. Und ich sehe einiges an tollen alten Bikes. Hast du da Geschichten? Von wem sind die Bikes so? Oh, das sind ganz verschiedene Fahrräder aus verschiedenen Episoden. Wir haben hier noch eins von, sieht man ja, Team Telekom steht drauf. Rolf Aldag ist das damals gefahren. Cool. Trikots von Rolf Aldag. Das Rad war von Basso, Zeitfahrrad. Okay. Dann noch eins von Jens Vogt, auch schon, ich glaube, ist auch schon 10 Jahre alt, obwohl es noch relativ aktuell aussieht. Also einige Ausreißergruppen gesehen, das Fahrrad. Ja. Ja, wie ich sehe, hier ist super viel Geschichte in dem Raum. Mhm. Erzähl doch mal, wie habt ihr überhaupt angefangen? Ich glaube, 1986 beginnt eure Geschichte. Ja, genau, 86. Das war damals die Diplomarbeit von meinem Chef. Okay. Der hatte sich geärgert, dass man Leistungsmessung immer nur im Labor machen konnte und das eigentlich nichts mit der realen Welt zu tun hatte. Und er wollte einfach mal wissen, was muss man denn wirklich im Rennen treten, auf dem echten Fahrrad. Und da hat er sich den ersten Powermeter gebaut. Wow, Wahnsinn. Ja. Ich habe gesehen, ihr habt da noch unglaublich viele alte Artikel da an den Wänden, die stammen wohl aus der Zeit. Ja, genau, da ist so einer. Das ist so, da sieht man so ein bisschen, wie die Leute früher, was ist das denn? Power, komisch, irgendwelche Zahlen. Reicht das nicht, wenn ich einfach ein bisschen mehr reintrete, bin ich doch auch schneller. Ja. Und selbst heute ist das im Hobbysport kaum noch mehr wegzudenken. Ja, mittlerweile die absolute Vermessung des Körpers. Ja, spannend. Cool. Ja, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter in die Produktion. Ich folge dir. So. Das hier ist unser neuestes Schätzchen. Ja, ich habe es schon gelesen. Ja, der Pedalpowermeter. Genau, in Zusammenarbeit mit Look. Hier werden die jetzt gerade zusammengebaut. Wie du siehst, Produktion läuft schon. Ja. Verkauf wird bald starten. Ich glaube, Ende des Monats. Das ist immer eine spannende Sache. Unsere erste Kooperation mit einer, also so enge Kooperation mit einer anderen Firma. Okay, das ist bis dato noch nicht geschehen im Prinzip. So eng noch nicht. Ich meine, wir hatten immer mal wieder Firmen, die uns Kurbeln gebaut haben, aber das war da immer mehr oder weniger unser Ding, die zu verkaufen, weil das ist jetzt wirklich, wir bauen, Look verkauft, wir verkaufen. Ja. Okay. 50-50 praktisch. Ja. Das heißt, ihr haltet die Pedalkörper von Look und der Powermeter, die Spindel, die wird also komplett in Handarbeit hier in Jülich hergestellt. Genau, ja. So sieht's aus. Sehr schön. Mhm. Dann einfach mal weiter durch unsere... Hallo Stefan. Hi. Hi, grüß dich. Durch unsere Fahrradwerkstatt. Ja. Falls wir mal einen Kunden haben, der das direkt... Ach, das sind die Mitarbeiterbikes oder Kundenbikes? Oh, nee, Chefrad, Mitarbeiterfahrrad. Okay. Nicht. Kundenfahrrad haben wir im Moment keins. Die hängen wir normalerweise nicht hin, sondern die warten meistens dann drauf. Und ein Rad von André Greipel, wie ich sehe. Ah ja, genau, weil es war ja am Wochenende rund um Köln. Ja. André Greipel, einer unserer treuesten und auch langjährigsten Kunden. Ja. Weil bietet sich ja an, wohnt ja hier in Köln. Wohnt in der Nähe, genau. Kommt kurz vorbei, lässt sich alles erklären. Ja, man sieht, dass er auf einigen Trainingsfahrten bei Strava oftmals hier anhält und auf dem Kaffee vorbeikommt. Ja, er ist auch hier einer unserer Prototyp-Tester vom Pedal. Ja. Das heißt, wenn er es nicht kaputt bekommt, dann sind die gut. Ja, der Mythos besagt, bei seinem Sturz im Frühjahr ist sein Schlüsselbein gebrochen, das Pedal aber völlig heil geblieben. Ja, das habe ich das auch. So? Das habe ich auch gehört. Sehr gut. Okay, cool. Gut, und hier haben wir jetzt unser Herz praktisch, Powermeter, Power-Control-Produktion. Das hier ist gerade unsere Reparaturabteilung. Ja. Die warten alle auf unseren Final Check oder auf
Antwort noch vom Kunden, sind aber schon soweit abgearbeitet. Okay, also kommen hier auch quasi alle Batteriewechsel, alle Service, alle Kurbel, die geserviced werden müssen, an und werden bei euch überprüft. Ja. Alles hier in-house. Also alles hier, wir machen, wir verschicken nichts, und wenn einer in Europa ein paar Meter hat und hier hinschickt, kommt er hier hin. Weil ich denke, das ist eben auch der Service, den ihr von SRM bietet, also das Plus, was man bei euch bekommt. Ja, das stimmt. Also bei uns ist es noch so, dass wenn man einen Kunden anruft und wirklich mal einen Techniker sprechen will, hat er auch wirklich die Chance, mal einen an die Leitung zu bekommen, wird nicht von irgendeinem Kundendienst abgeblockt mit, ich kläre das ab oder so. Also eine Service-Hotline gibt es bei euch gar nicht, man landet direkt quasi hier bei dir oder bei einem Kollegen am Telefon und das wird angerufen. Manchmal muss man sich vielleicht ein bisschen durchfragen, aber die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Und das ist auch eigentlich unsere Stärke, dass wir nicht so auf Masse ausgerichtet sind. Vielleicht magst du mich einfach mal über die verschiedenen Arbeitsplätze aufklären und ein bisschen durch die Werkstatt führen? Ja klar, kann man eine Runde machen. Wir haben Powermeter-Produktion, ist eigentlich so mehr oder weniger die ganze Reihe hier durch. Teilweise neue Geräte, teilweise Reparatur. Neue Geräte oder Reparatur? Also das ist quasi das Innenleben eines SRMs. Hier sieht man es ja auch noch mal ganz schön. Viel Elektronik. Ist eben wirklich noch Handarbeit in Deutschland. Ja. Und da ist, muss man auch einfach sagen, da ist dann irgendwann beim Preis auch Schluss. Das ist eben kein Massenprodukt aus China, was dann einfach zu einer Million Stück auf den Markt geworfen wird, sondern Wie viel produziert ihr hier so im Jahr? Wie viele Powermeter? Über den Daumen gepeilt? Weltweit haben wir so 3000 Stück im Jahr. Also auch USA haben wir ja auch eine große Niederlassung. Also ihr produziert in den USA für den nordamerikanischen Markt und für den europäischen Markt hier in Jülich. Genau. Ja. Und hier kommen wir jetzt zum Power Control. Und was haben wir denn hier? Ah, ein paar schöne Spezialfarben. Vom Power Control noch nicht zusammengebaut. Okay. Und hier kommen dann also quasi auch die Spezialaufträge fürs gepunktete Trikot bei der Tour de France etc. Das wird dann auch hier in-house lackiert oder gibt ihr das raus an? Nee, also lackieren können wir nicht. Das lassen wir machen, weil da gibt es Leute, die das richtig gut hinbekommen. Okay. Also grundsätzlich können wir ja auch beim Power Control alle Farben machen und alle Lackierungen kann man immer mal anfragen. Ja. Also auch für den Endkunden sind da spezielle Designs möglich. Grundsätzlich alles möglich. Ein paar Standardfarben kosten ein bisschen Aufpreis. Man kann aber auch komplett eigenes Design. Da muss man eben mal gucken, wie viel das dann kostet genau. Aber grundsätzlich möglich. Lieferzeit, ein paar Wochen, sag ich mal. Ja, Handarbeit halt. Ja, genau, Handarbeit. Hier der Michael. Der ist dann für die, sag ich mal, Endmontage zuständig. Okay, ich sehe, hier sind jetzt die Batterien oder was ist das? Nee, das ist ein Summer. Okay. In jedem Power Control ist ein Summer drin. Ja. Beepstone. Ja. Und das sind die. Die werden aufgeklebt mit einem speziellen Sekundenkleber, der einen hohen Kautschukanteil hat. Deshalb ist der auch schwarz. Der normale Sekundenkleber ist halt sehr spröde. Mhm. Wenn man dann diesen Summer aktivieren würde, würde dieser Kleber reißen. Mit dem Kautschukanteil passiert das nicht. Okay. Also man kann sagen, das sind eigentlich quasi kleine Mini-Lautsprecher. Kleine Mini-Lautsprecher. Geben aber nur einen Piepston von sich. Okay. Der gibt dann Startton, Verbindungston, sowas halt. Ne? Ja, habe ich jetzt auch schon wieder was Neues gelernt. Auch was Neues gelernt, super, Dankeschön. Ja. Bitteschön. Ach guck mal, hier haben wir übrigens, das nennen wir unser Aquarium. Ja. Dahinter sitzt der Stefan, unser Produktionsleiter, und kann immer so ein bisschen in die Werkstatt reingucken, aber... Ja. Es hat auch was von Aquarium. Und die werden dann auch hier getestet, die Power Controls, weil ich sehe gerade hier mit diesem Unterdruck. Ja, das ist ein Testaufbau für Wasserdichtigkeit. Ah, okay. Und zwar die Idee ist, du baust die Dinger zusammen und dann gibst du hier einen Unterdruck drauf. Und dann sieht man eigentlich relativ gut, ob sich der Powermeter, ob sich der Deckel ein bisschen nach innen wölbt oder nicht. Mhm. Und wenn er das nicht macht, muss ja irgendwo dann ein Druckausgleich reinkommen, dann ist er undicht. Okay, das heißt also jeder Powermeter oder jedes Power Control, was eure Werkstatt verlässt, ist nochmal handgeprüft. Weil Wasser ist einfach das Hauptproblem bei uns. Gehen wir mal weiter zu Jennifer, die macht unseren Versand.
weiter zu Markus. Der macht noch unseren Final Check.